Kommen Sie mit, wir gehen shoppen. In diesem Elektrofachmarkt in Echterdingen gibt es alles, was das Herz des Fernsehjunkies begehrt. LCD, LSD, Quatsch, LED und Plasma. Alles da. In allen Preis- und Größenordnungen. Und heute gibt es hier sogar eine Weltneuheit. Als Promoter und Fachverkäufer unser Spaßzauberer Simon Perrot. Ich möchte Ihnen eine echte Weltneuheit vorstellen. Und zwar nicht weniger als das Fernsehen der Zukunft. Sensationell ist das, was ich Ihnen zeigen möchte. In der Tat. Das sieht aber wie ein normaler Fernseher aus. Das ist auch nur das Gehäuse von einem normalen Fernseher. Es geht um die Technologie dahin und die Idee. Ah, hier läuft der Marienhof. Kennen Sie wahrscheinlich? Kennen Sie? Achten Sie mal darauf, was passiert, wenn ich zum Beispiel mit dem Fernseher spiele. Also ich kann hier zum Beispiel am Bild rütteln. Drei? Gut hingucken. Okay. Oder wenn ich das Bild kippe zum Beispiel. Das sind Spaßfernseher. Ja. Es ist ein Fernseher für die ganze Familie. Was halten Sie davon? Super. Das ist Live-Fernsehen. Das ist ja nur noch verrückt. Ich zeige Ihnen mal, was noch alles geht. Schauen wir mal jetzt mit der Zitrone oder vielleicht den Strohhalm nehmen. Wie finden Sie das? Also ich okay. Ich schalte mal um. Der Fernseher weiß, ich habe mir einen Strohhalm genommen, also habe ich Durst. Die Sensoren hier sorgen dafür, dass ich jetzt ein Trinkerlebnis habe. Sie lachen, das ist doch super. Also Sie schauen sehr skeptisch, aber das ist doch im Grunde eine Sensation. Wie haben Sie das da rausgeholt? Mit der Hand. Aber Sie können in Zukunft alles rausnehmen, theoretisch, was Ihnen im Bild angeboten wird. Ich zeige Ihnen noch ein paar Funktionen. Oh, Beckmann. Guten Abend und herzlich willkommen Ihnen zu Hause. Reinhold Beckmann wird man zum Beispiel nie persönlich kennenlernen. Gar keine Chance. Kann ich ein Glas Wasser trinken? Oder was möchten Sie? Ich glaube mal die Moderationskarte. Da ist alles möglich. Das ist ein Witz. Sie sind begeistert, oder? Das ist ja, ich bin schon begeistert. Das ist schon ein Witz. Wahnsinn. Ich würde ja gar nicht mehr arbeiten gehen. Ich würde ja nur noch vor der Klotze hängen. Sollen wir noch wo reingucken? Ich kann zum Beispiel auch die Gesamtlautstärke verändern, wie bisher. Aber auch die Lautstärke von einer einzelnen Person. Ein Politiker, stummschalten zum Beispiel. Ideal. Ideal. Jetzt mache ich ihn mal lauter. Und das Schnelle Zeichen, wenn einer hohen kinetischen Energie hier mal in der Lage sind, die Bindungskräfte zu überwinden, wechseln einige von Ihnen von der flüssigen in die gasförmige Phase! Habe ich ihn zum Schreien gebracht, indem ich ihn lauter mache? Sie lachen, aber ist das nicht toll? Ja, ist super! Schauen wir mal weiter. Oh, hab eine Idee. Achtung! Das ist doch ein Witz, oder was? Nein! Haben Sie gesehen? Ich habe reingepustet, der Fernseher hat das an den Sensoren erkannt und darauf reagiert. Wahnsinn. Jetzt musst du wieder zum Friseur. Sie lachen. Würden Sie sich so einen Fernseher kaufen? Ich glaube ja. Schauen wir mal weiter. Hat er schon. Ah, das bietet sich natürlich an, ne? Da kann ich also auch einfach reingehen. Bin mal gespannt, was ihr schenken wollte. Pralinen. Wollen Sie einen? Geben Sie mir die weiter. Wollen Sie einen? Ja, klar. Ja. Jetzt will er natürlich das auch zurückhaben. Das ist doch ein Witz. Das ist kein Witz, das ist Realität, das ist die Zukunft des Fernsehens. Das ist doch der Hammer. Ich finde das nicht schlecht. Sie müssen nie mehr kochen. Sie können reingreifen, Essen rausnehmen. Da kann man Essen rausnehmen? In der Zukunft schon. Das ist ein guter Fernseher, da brauche ich nie wieder einkaufen gehen. Mhm. Das Schöne ist, man kann jederzeit sich selbst im Fernsehen blicken lassen, mit diesem neuen Fernseher. Das zeige ich Ihnen mal. ARD-Befehl, schöne Sendung. Auf die Packung gucken, was da drauf ist. Jetzt zu unserem nächsten Gast, der hat auch was mit. Kann ich das rausnehmen und beispielsweise auch gleich wieder einsetzen? Aus dem Fernseher raus, in den Fernseher rein.
Ist das nicht Wahnsinn? Schön wär's, ganz. Ist das nicht Wahnsinn? Ja. Würden Sie das kaufen? Nee. Warum nicht? Weil das ganze Illusion ist. Ja. Das ist aber die normale Evolution. Von Schwarz-Weiß-Fernsehen, Farbfernsehen, 3D-Fernsehen, ja. Interaktives Fernsehen. Nee, ich bin Star-Trek, ja, beamen und so weiter. Was Sie da machen, wäre genau der Schritt. Noch nicht, das ist der sechste Schritt. Sie zerlegen momentan Materie, Dings in Materie und das ist nicht drin, das ist gar nicht drin. Da sind wir kurz davor. Ich bin nämlich ein USB 5 am Entwickeln zu Hause. Okay. Und da möchte ich an jedem Monitor einen USB-Stecker drin haben, wo ich drunter stelle und dann kommt mein Kaffee oder Cola. Ja, das ist die Idee vom interaktiven Fernsehen. Schauen wir mal weiter. Ich kann also beispielsweise den Fernseher verschieben und insofern wie ein Fenster zur anderen Welt einfach mal gucken, was da noch stattfindet. Schau mal, da steht ein Tontechniker, den hätten wir sonst nie kennengelernt. Lernt man ganz neue Leute kennen. Ah, das ist schon ein Witz. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Das ist doch eine Zauberei jetzt. Zauberei ist immer das, was wir jetzt noch nicht verstehen. Und das Ding ist sozusagen Realität. Das wird wieder mal Spaß machen, ja. Ja, toll. Schauen wir mal weiter. Sie wollen in Urlaub fahren, haben nur so einen kleinen Koffer. Geben Sie den einfach ins Bild. Noch ist er verdeckt. Jetzt ist er klein, dann kann ich ihn vergrößern auf die Größe, wo ich ihn haben möchte. Und dann habe ich im Grunde einen ganz neuen Koffer. Ist das eine Sensation? Ist das der Wahnsinn? Das ist ja Zauberei, ist das jetzt. Das ist keine Zauberei, das ist Realität. Das ist das Fernsehen der Zukunft. Das sind die berühmten Zauber, die können ja einpacken. Das war jetzt gerade Mikey. Das sehe ich auch so. Die Zauberer Kleiner können Koffer in Zukunft einpacken, weil das geht über alles hinaus, was wir an Illusion, Zauberei uns überhaupt gewünscht hätten. Das Gerät erfüllt unsere Wünsche. Kann ich auch mal da rein und da anfassen? Dürfen Sie nachher gleich ausprobieren. Wir gucken mal, ob ich noch eine Idee habe, die ich Ihnen zeigen könnte. Also anfassen geht ja auch so, ne? Hopp. Dann habe ich die nach vorne gelockt. Ich mache es mal mit dem Tuch, kann ich es abdunkeln. Dann beruhigt sich das Bild wieder und das sieht dann so aus. Bleibt aber nicht ewig, berechnet sich dann wieder neu. Ich würde vorschlagen, ich gebe Ihnen den Fernseher mit, ja? Okay? Können Sie ihn abnehmen? Zu spät. Das ist ja wirklich Zauberei. Das Ding war ein Hologramm. Es war ein Fernsehgerät. Naja, ein Hologramm war da. Es war ein Fernsehgerät der Zukunft. Und wissen Sie, welche Sendungen Sie da drin anschauen können? Verstehen Sie Spaß? Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Und ich bin tatsächlich Zauberer. Ja, das ist einfach nicht.